Jo Freunde des Real Lives, ich grüße euch zu einem weiteren Video. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht's, keine Ahnung warum, bestens. Übrigens, anscheinend kann ich nicht Wäsche waschen. Dieses Shirt vom letzten Mal hat immer noch einen Fleck, okay? Gut. Ich sag jetzt schon mal eines. Sorry, Leute. Sorry, dieses Thumbnail soll kein Clickbait suggerieren. Das Thumbnail wäre eigentlich für das Wochenende gedacht gewesen. Beziehungsweise, nein, nicht mal für das Wochenende. Das sollte ein Ankündigungsvideo sein. Aber im Titel wird jetzt auch stehen Squad Battles Rewards. Ich werde jetzt nebenbei auch noch die Squad Battles öffnen. In der Hoffnung, dass wir diesmal etwas Geiles ziehen. Please. Zuallererst, Freunde, ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mir echt helfen. Helft mir ein bisschen das Team neu zu gestalten. Ich möchte irgendwie Sissoko und Ndombele raus bekommen, ne? Das Blöde ist halt, ich müsste irgendwie auf Son verzichten, würde ich auch in Kauf nehmen, aber Leute, regelt mir, schreibt mir bitte eure favorisierten ZDMs rein. Was sind für euch die ZDMs? Welche habt ihr gespielt? Welche feiert ihr? Sei es Vidal, Matuidi vielleicht? Keine Ahnung. Könnt ihr mir irgendetwas über diese Spiele erzählen? Könnt ihr mir irgendetwas über vernünftige ZDMs erzählen? Ich weiß nicht, Sissoko und Ndombele. Mich stört alleine schon das Rating, dass sie 81 Rating haben. Ich habe viel zu viele Spieler mit 81. Guckt hier, 81, 80. No, ich möchte das raus haben, helft mir da ein bisschen. Was ich mit Real Life Pack Battle meine, wartet einfach bis zum Schluss, Freunde. Würde mich jetzt erstens mal freuen. Drückt doch sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben auf das Video. Danke euch dafür. Wenn ihr möchtet, dass ich dann jetzt in der nächsten halben Stunde noch zum Streamen beginne, dann stelle ich euch mein neuer Stream Overlay vor. Ist noch ein bisschen am Maken, also ist noch nicht die finale Version. Bin aber schon sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Und ja, Elite 2 Rewards sind das, plus die Vorbesteller-Packs. Und ja, was war das jetzt gerade? Schauen wir mal ganz kurz, ist irgendwas SBC rausgekommen? Wähler ist rausgekommen. 2 Sterne, schwacher Fuß. Okay, Freunde, gehen wir mal zu den Packs und dann kommt die Ankündigung. Speziell die Leute aus Wien und Umgebung, die wird das sehr freuen, Alter. Am Wochenende ist ja die Game City in Wien. Ist das irgendwas Besonderes? Nein. Und ja, da haben Leute von euch Chance, mir zusammen im Stream ein paar Pack-Battles zu machen. Bin schon sehr, sehr gespannt darauf, aber Näheres dazu gleich. Hoffentlich bitte, Leute, lasst mich da irgendwie mal wieder was Geiles ziehen. Gut, dann schauen wir uns das nächste Pack an. Beginnen wir gleich mit Zeltene Goldberg, mit den Vorbestellern. Hoffentlich haben wir da ein bisschen Packluck. Ich werde, ich überlege auch irgendwie ein Video rauszuballern. Ich weiß nicht, irgendwie, was ist mit dir los, so in der Art. So, mich stört momentan so viel, auch wenn dann die Leute von euch, die Twitter haben, die sehen das Ganze. Auch mein eigener Account, ich habe mir vorher mal meine Timeline angesehen. Leute, ich bin auch selbst nur noch am Flamen, so keine Ahnung. Genau vor einem Jahr hat mir dieses FIFA so unnormal Spaß gemacht, aber derzeit wirklich... Egal, ob es um die, das Pack-Weight geht. Boah, das ist etwas Gutes. Das ist aber kein Walkout. Ich glaube, das ist ein Impfform, ne? Ich kann das immer noch nicht so ganz rauserkennen. Das ist Thiago. Ja, es ist Javi Martinez. Ja, okay. Javi Martinez, 84er Rating. Ah, schade, aber wenigstens mal wieder ein Stadionspieler. Ist auch geil. Und das in einem Vorbesteller-Pack. Sehr, sehr geil. Stamford Bridge, weiß ich nicht, ob das noch irgendwie was wert ist oder generell, ob das was wert ist. Könnte was kosten. Egal, ich gib's mal ein bisschen mehr rein. So, Abfahrt. Das Megapack, come on. Ich hoffe mir endlich mal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Walkout hatte. Das klingt auch gut. Das ist ein Walkout. Das ist Brasilien. Zetan, das Fernandinho. Das ist Casemiro. Egal, Leute, wenigstens mal ein Walkout. Gott sei Dank. Ich dachte, ich sehe das nicht, nie wieder. 87 Rating, Casemiro, Real Madrid, sehr, sehr stark. Ja, okay, stark. Bin hier mal gespannt, wie viel der kostet. Vielleicht irgendwie noch im Nachgang etwas Gutes dabei. Chesney! 87, 86, ja, endlich mal was Geiles. Endlich mal ein geiles Pack. Und das in den Squad Battles. Gefällt mir, 87, 86er in einem Pack. Gott sei Dank, Leute. Daumen nach oben. Pommes! Baez auch am Start. So muss das sein, meine Besten. Mein Bae ist auch am Stitzele. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr geil. Aber ich wette mit mir selbst, dass da jetzt nicht mal mehr ein Stadionspieler kommt. Okay? 3, 2, 1. Komm. Gewinne ich gegen mich die Wette.
Schauen wir mal. Und. Ja, ich glaube, ich hatte recht. Ich hatte recht, Leute. Ich habe meine Wette einfach selbst gewonnen. Ich hätte irgendwas einsetzen. Ein Wetteinsatz. Aber ja, scheiß drauf. Giuliano, grüße dich, Bruder. Was geht? Boah, aber richtig, richtig cool. 87er und 86er in einem Megapack feiere ich unnormal. Und ja, Leute, vorher habe ich ein Bild auf Instagram hochgeladen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Folgt mir auf Instagram. Ich glaube, es hat über einen Jahr trödlich rum zwischen 29.100 und 29.400. Gönnt mir auf jeden Fall ein paar Follows. 30k. Bin endlich mal wieder eine Zahl vollmacher. Speziell an die Leute aus Wien und Umgebung. Ich werde Freitag, Samstag und Sonntag auf der Game City sein. Ich bin für Saturn Austria und für Elgato Gaming sowie Corsair am Start. Ich werde dort streamen. Die Streamzeiten findet ihr auf meinem Instagram-Bild. Auf meinem Instagram-Bild. Aber ich werde es hier kurz auch nochmal einblenden. Wenn ihr mein Bild voll spammt mit Pato vor Schlappis, Hashtag Pato vor Schlappis, dann werde ich mit Schlappis dorthin gehen. Mit Schlapfner. Meine Instagram-Community weiß Bescheid, von was ich rede. Auf jeden Fall an alle, die an den Tagen im Stream dabei sein werden. Es wird VGO-Giveaways geben. Dazu müsste man den Channel natürlich abonniert haben. Jeweils den Stream einen Daumen nach oben gegeben haben. Und an die Leute, die vor Ort sein werden. Erstes Mal, wir treffen uns. Wir können ein bisschen quatschen, Fotos machen, bla bla bla, hin und her. Und den einen oder anderen hole ich zu mir rauf in den Livestream. Und wir machen ein paar Pack-Battles. Da könnt ihr euch schon echt coole Bestrafungen überlegen, die wir vor Ort machen können. Egal sei es um Klatscher oder so, Nackenklatscher, Liegestütze, so wie ich das bei der EA Release Party in Salzburg gemacht habe. Das kam richtig gut an in Salzburg. Da war eine richtige Traube um mich rum, als wir ein Pack-Battle gespielt haben. Und ja, auf jeden Fall kommt rum. Ich freue mich abnormal auf euch. Es sind schon einige, beziehungsweise haben sich schon einige angekündigt. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne in die Kommentare, aber schreibt speziell auf Instagram, ob ihr kommt oder kommt nichts oder Hashtag Pato vor Schlappis. Und hier in den YouTube-Kommentaren würde ich mich sehr, sehr freuen. Gebt mir ein paar Tipps, was die Mittelfeldspiele angeht. Irgendwie verzweifle ich schon langsam. Ich habe irgendwie im Kopf eigentlich nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ja, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen, genau so ist es. Und ja, wie gesagt, würde mich sehr, sehr freuen. Daumen nach oben auf dieses Video. Soll ich jetzt dann noch streamen? Es gibt sehr, sehr viel, was ihr zu schreiben habt, Leute. Ich wünsche euch was. Ciao!